Ja, wir haben heute hier unsere Tarifforderung aufgestellt für die kommenden Tarifverhandlungen in der Eisen- und Stahlindustrie und sind jetzt zusammengekommen, um eben halt eine gemeinsame Forderung aufzustellen. Die Jugendforderungen waren zum Beispiel die unbefristete Übernahme, die wir natürlich auch schon bei der letzten Tarifrunde hatten, die uns aber sehr wichtig ist, da sie in vielen Betrieben nicht so gelebt wird, wie wir uns gewünscht hatten. Und die unbefristete Übernahme ist halt dem Bezug wichtig, dass halt die Azubis, die jetzt anfangen, auch schon wissen müssen, ob sie danach dann eine Zukunftsperspektive haben. Und das geht halt nur durch die unbefristete Übernahme. Wir haben mehrere Forderungen. Wir haben einmal qualitative Forderungen und da stehen ein paar ganz wichtige Themen an. Einmal geht es um das Thema Werkverträge. Wir wollen den Einstieg in die Gestaltung von Werkverträgen, damit es auch den Kolleginnen und Kollegen in ihrem Arbeitsleben besser geht. Wir wollen die unbefristete Übernahme für Auszubildende. Wer heute eine Ausbildung anfängt, soll auch wissen, dass er am Ende unbefristet übernommen wird. Wir brauchen das Thema Altersteilzeit weiter. Wir brauchen den demografischen Wandel und das müssen wir gestalten über das Thema Altersteilzeit. Und eine der wichtigsten Fragen ist natürlich auch das Thema Geld. Und da wollen wir 5% mehr Geld für unsere Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, die allgemeine Inflationsrate und die zu erwartende Produktionssteigerung und sag ich mal Konjunktursteigerung findet man die 5% wieder. Und wenn man dann, sage ich mal, dementsprechend auch nahe dann Ergebnisse erzielt mit einer 3 plus Komma plus X, sage ich mal, dann finde ich, dann ist das schon sehr gerechtfertigt. Ja, diejenigen, die noch nicht bei der IG Metall sind, sollen der IG Metall natürlich beitreten. So können wir am besten alles erreichen, was wir fordern können. Und wenn wir gemeinsam auf die Straße gehen, sind wir natürlich am stärksten.